Also, wie schon gesagt, Jabber Showcase. XMPP ist viel mehr als nur Instant Messaging. Und noch ein kurzes Ding, willst du nachher die Diskussion selber machen oder soll ich nur sagen? Kann ich nicht drum kümmern. Ich dachte ja eigentlich, es geht genau um 16 Uhr los. Aber gut, so viel dazu. So. Okay, ja, mit dem Fazit anfangen ist cool. Also zuallererst mal hallo allerseits, ich bin etwas überrascht, wie voll es hier ist und Entschuldigung, dass es ein bisschen länger ging, aber Kongress eben. Dementsprechend, die Folien sind auch super last minute entstanden und insofern, ich hoffe, es gibt keine Tippfehler drin, wir schauen mal, was passiert. Ziel des Spiels ist einfach, ja, Jabber Showcase, wunderschönes Bullshit-Bingo-Wort, ist einfach mal einmal Rundgang durch die Jabber-Welt, das so ein bisschen über die Standard-Clients rausgeht, die man so kennt, einfach um zu zeigen, dass Jabber weit mehr ist als nur ein Open-Source-Replacement für ICQ und wie sie alle heißen, sondern dass man echt witzige Sachen damit machen kann. Es ist also keine Rocket Science, sondern soll eher die ganzen Entwickler, die hier im Raum sind, ein bisschen dazu anregen, mal drüber nachzudenken, was man damit tun kann, was man damit noch alles anstellen kann und selber auf schicke Ideen kommen. Ich werde ein paar Standards vorstellen, ein paar Ideen, ein paar Implementationen, halt einfach so ein Rundgang durch die Jabber-Welt. Am schönsten fände ich es, wenn ich ganz viele Fragen bekomme und nachher auch schicke neue Ideen, die ihr während der Diskussion gekriegt habt. Also einfach zwischen reinrufen, das macht am meisten Spaß, weil Frontalvortrag ist doof. Dann starten wir auch gleich. Zunächst mal ein paar Namen. Es fängt inzwischen alles mit X an. Die Jabber-Jungs, die haben beschlossen, sie ändern mal alles. Bislang gab es nur Jabber, das war einfach der Name für alles. Inzwischen gibt es auch noch XMPP, das ist eine Abkürzung für Extensible Messaging and Presence Protocol. Und nachdem sie dann festgestellt haben, sie haben jetzt zwei Namen, einmal fürs Protokoll, die ganzen Spezifikationen und andererseits für die Anwendung als solches, haben sie festgestellt, sie müssen auch alles, was bislang mit J anfängt, jetzt umbenennen und dafür sorgen, dass es mit X anfängt. Deswegen die sich hier schon mit Jabber auskennen, alles, was bislang zum Beispiel JEP hieß, also Jabber Enhancement Proposal, heißt jetzt XEP XMPP Enhancement Proposal und auch aus der JSF, der Jabber Standards Foundation, wurde die XMPP Standards Foundation. Nur gleich das schon, um hier ein bisschen Verwirrung rauszunehmen. Jabber sind, oder XMPP, ich sage Jabber, ich mag den Namen lieber, ist aufgebaut in ein paar verschiedene Teile. Das ist einmal vier RFCs, das ist der Kernstandard, das ist also ganz normal RFC, wie man es eben kennt. Das ist die 3920 bis 3924, das ist der Standard. Dazu hat es die sogenannten XEPs oder JEPs, die XMPP Enhancement Proposals. Das sind, jeder für sich spezifizieren die ein bestimmtes Feature bei Jabber. Den kann man implementieren, muss es aber nicht. Da ist zum Beispiel der Multi-User-Chat dabei, was einfach sowas ähnliches wie IRC ist, also einfach Gruppenchat und. Es hat über 200 Stück von ziemlich coolen Sachen bis völlig bescheuerte Sachen, wie es eben in der Open-Source-Welt so ist. Die finden sich alle auf jabber.org oder auf xmpp.net. Die haben .org und .net und ich weiß nicht mehr genau, was ist, aber das werdet ihr mit Sicherheit schon herausfinden. Das kann ein Client implementieren, muss er aber nicht. Um komplett compliant zu sein, sollte er allerdings die vier RFCs machen. Das ist der ganze wichtige Teil mit Login und wie sieht ein Roster aus und. Der ganze Kopf über der Sache, das Steuerungsgremium sozusagen, ist diese XSF, die XMPP Standards Foundation. Die schauen sich diese Jabs an, sorgen dafür, dass sie halbwegs sinnvoll aussehen, sorgen dann dafür, dass es offizielle sind oder eben Drafts, weil es noch keine Implementation gibt und. Aber ist eigentlich auch eher so ein Papiertiger. Die betreiben allerdings auch Jabber.org, der mit weitem Abstand der größte Jabber-Server der Welt ist. Ich habe die Zahlen vergessen, aber es sind irgendwie 200.000 registrierte Accounts und zigtausend gleichzeitig online mit verschiedenen Lastproblemen, die sowas dann mit sich bringt. Ja, so viel also zu den Namen. Wenn ich nachher noch neue Namen erwähne, die keiner weiß, dann ruft einfach rein. Wie gesagt, es war ein bisschen spät gestern. Also, das Wichtigste für den Entwickler, es gibt einfach mal Gazillionen Libraries für alle möglichen Sprachen. Ich habe immer so ein paar aufgeführt. Es gibt eine unvollständige Übersicht auch direkt auf jabber.org. Es hat für jede Menge mehr Sprachen. Es hat für die meisten Sprachen auch mehrere Libraries, die verschiedene Vor- und Nachteile haben. Aber ihr müsst ganz selten noch wirklich mit einem XML-Parser anfangen. Es gibt meistens sehr schicke Sachen. Also was hier zum Beispiel fehlt, ist auch JavaScript, komme ich später noch dazu, für die aktuelle Blase ganz wichtig. Es hat wirklich für jede Farbe und Form, Dylan sogar, was ja auch hier einen eigenen Tisch hat, soll wohl jetzt dann auch inzwischen Jabber-Support haben. Wie gesagt, nehmt die Sprache, die ihr haben wollt, guckt euch ein bisschen um, ich bin mir fast sicher, findet schon was Vorgefertiges und habt dann nicht so viel Stress dabei. Und dann einfach losbauen und Spaß haben. Spaß haben ist überhaupt das Wichtigste. Fangen wir an mit der wichtigsten, mit dem wichtigsten Standard für mich persönlich, PubSub. Das könnt ihr euch ein klein wenig so vorstellen wie eine Mailingliste für Jabber.
man hat einfach einen oder mehrere Publisher, die erstellen einen sogenannten Node. Das ist äquivalent zu einer Mailingliste, wo man verschiedene Inhalte nachher präsentieren kann. Man kann also einfach nur Texte wie in Mailingliste machen. Ich kann auch nachher Bilder einbetten. Einfach alles, was ich in XML irgendwie klöppeln kann, kriege ich auch in so einen Node rein. Klingt jetzt noch ein bisschen seltsam. Ich erkläre mal, wie es funktioniert. Dann wird vielleicht auch klar, wo der coole Trick ist. Ich erstelle also zunächst einen Node und dann können alle Leute, die an dem Inhalt meiner Nodes sind, in dem Beispiel ist einfach ein Blogfeed, also das, was heutzutage RSS macht. Ich möchte also alle Informationen, die ich in meinem Blog anbiete, als RSS-Feed geben. Jetzt mache ich es cool, ich mache es mit PubSub, ich erstelle also einen Node. Der Node ist einfach die URL zum RSS-Feed. Jeder, der jetzt an den Daten interessiert ist, der subscribt sich an diesem Node. Das können natürlich auch mehrere machen. Die teilen also alle diese PubSub-Komponente mit. Wenn sich da was tut, möchte ich bitte neue Updates, möchte ich neue Informationen. Dementsprechend, wenn jetzt also jemand was veröffentlicht, wenn jemand sagt, ich habe jetzt einen neuen Blog-Eintrag oder was auch immer in diesem Node eben drinsteht, dann wirft er das auf die PubSub-Komponente und die verteilt es an den ganzen Kram. Funktioniert also im Prinzip wie eine Mailingliste, wie man es kennt, hat ein paar schicke Zusatzfeatures. Zunächst, der Sinn sind erstmal so die Kindersachen. Ich weiß, es ist gemein, aber das sind die ersten Standards, die sie einfach rausgebracht haben. Das ist User-Tunes, User-Mood-Avatars im Prinzip. Was spielt mein MP3-Player gerade? Bin ich gerade scheiße drauf? Was für ein tolles Avatarbild, also was für ein tolles Icon will ich haben? Die meisten Leute, mich eingeschlossen, interessiert es einfach mal überhaupt nicht. Mir ist es völlig egal, wer gerade welche Musik hört. Wenn es mich interessiert, kann ich aber PubSub einfach subscriben, kann ich sagen, es interessiert mich tatsächlich, was meine Leute, mit denen ich so kommuniziere, höre. Dann bekomme ich die Informationen sonst nicht. Es spart also einfach Traffic und Overhead. Dann hat es natürlich auch noch ein paar Vorteile. Es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, mehrere Publisher anzubieten. Es ist zum Beispiel anders wie jetzt direkt bei RSS-Feeds, bei dem Webserver zum Beispiel, wo ich einfach jedem FTP-Zugriff geben muss. Da kann ich einfach einmal sagen, der, der und der, die dürfen veröffentlichen und dann können die es völlig unabhängig voneinander. Ich habe auch die ganze Subscription-Geschichte, wie eben moderiert. Ich muss erst genehmigen, dass jemand Inhalte kriegt oder jeder kann direkt Informationen kriegen. Es gibt dann auch verschiedene anderen Kinderkram, der vor allem bunt ist, Krach macht und im ersten Blick ziemlich sinnlos aussieht, aber mein kleiner Bruder, der fährt da zum Beispiel voll drauf ab. Es gibt aber auch schicke Sachen, gerade schon angedeutet, Atom over PubSub, also einfach RSS Replacement, hat eben die Vorteile, es ist schneller, ich muss also nicht alle 60 Minuten pollen und ich bekomme erst nach 60 Minuten dann eben die Updates, wenn ich das nächste Mal abhole, sondern ich bekomme sofort in dem Moment, wenn die neuen Informationen ankommen, wuppt der Mensch das in diesen Node und dann wird es sofort verteilt. Wenn ich online bin, bekomme ich sofort, ansonsten sobald ich online gehe, bekomme ich die Informationen, hey, da gibt es neuen Content. Ich kann natürlich auch alles reinstecken. Jetzt Atom ist ein Beispiel. Ich kann Links zu Videos oder auch meinetwegen die Videos selber, wobei das sehr schmerzhaft ist bei XML oder wie gesagt, alles, was ihr in XML kriegt, kriegt ihr auch da rein. Es gibt nachher auch noch ein paar Beispiele für etwas abgefahrene Dinge. Es hat sehr viel weniger Traffic, weil ich natürlich dieses ganze Polling mir spare. Ich muss nicht regelmäßig abholen und alle 4 Monate ändert sich was, wie zum Beispiel unser Events-Weblog während dem Jahr, wenn nicht gerade Kongress ist. Ich habe, wie schon angedeutet, die Möglichkeit der Subscriptions. Ich kann mich also darum kümmern, es dürfen nicht alle lesen. Ich kann die Leute rauswerfen, wenn sie nicht mehr mitlesen dürfen. Ich kann es aber natürlich auch offen für alle machen, eben ganz genauso wie ein RSS-Feed ohne Autorisierung. Und mehrere unabhängige Publisher, auch schon gesagt. Implementation ist direkt aus der aktuellen Web 2.0-Welt, arbeiten auch für mich, deswegen will ich jetzt gar nicht so viel Positives darüber sagen. Einfach eine PubSub-Implementierung ist komplett PubSub-basiert, ist so das erste Beispiel, das ich überhaupt gefunden habe, wo Atom over PubSub genutzt wird, wo man auch direkt eigene RSS-Feeds nach PubSub umsetzen kann. Ich hoffe, es kommen ganz viel mehr Sachen, auch mit Open Source, auch mit GPL etc. Dann kommen wir gleich zum nächsten PubSub-Anwendungsfall, das Common Alerting Protocol. Das gibt schon relativ lang, ist ein amerikanischer Standard für Hazard Warnings und Reports, was einfach hier gerade Wetter und Polizeiliches ist, was die normalen Einsatzkräfte üblicherweise interessiert. Also was eben gerade so Tsunami-Warnung ist, was genauso Autodiebstahl ist, was man eben so haben will. Es ist ein Standard, den gibt es in den USA schon lange, wie das eben auszusehen hat. Mit Geolokationsdaten, wo hat stattgefunden, wie schlimm ist es, was für ein Typ ist es, was man eben so standardmäßige Informationen haben will. Das haben die da alles in PubSub reingeklopft. Wenn ich jetzt also irgendwie ein Streifenpolizist bin, bekomme ich einen Handheld, der subscribt dann eben an die Dinge, die mich was angehen, weil es interessiert mich überhaupt nicht, was 100 Kilometer weiter ist, sondern es interessiert mich nur mein Teil. Dementsprechend werden diese Informationen über PubSub verteilt. Implementiert ist es im Capwin-Projekt in Virginia. Das ist inzwischen auch relativ groß. Es sind 1700 Handhelds, die in Betrieb sind, 50 verschiedene Dienste dran subscribed. Man sieht hier unten, ich hoffe, man kann es erkennen, 2 Beispiele. Das eine ist so ein Handheld, wie die tatsächlich mit sich rumtragen. Es gibt auch eine Laptop-Edition, die haben die in Streifenwagen implementiert. Und das hier ist ein ganz normaler Jabber Conference Room, also so wie IRC mit ein bisschen Zusatzfeatures, wo hier automatisiert dann eben gerade durchrennt, irgendwie da unten ist ein Auto geklaut worden und da oben gab es eine Schlägerei und auf der Seite sind die ganzen Streifenpolizisten. Das gibt es natürlich auch mit hübscherer GUI, damit es nicht ganz so seltsam aussieht.
Zusätzlich haben Sie noch Datenbankenzugriff für das, was man eben braucht, implementiert, von Telefonliste angefangen bis hin zu, was weiß ich, Personalausweiskontrolle. Das ist dann schon ein bisschen ein Spezialfall, aber man kann mit PubSub echt viel machen. Ich hoffe, es wird langsam klar. HTTP Binding, ganz andere Welt. Ich habe es gerade eben schon angedeutet, Web 2.0, Ajax, die ganzen Buzzwords, die momentan zu Hype sind. Da ist HTTP Binding eines der beiden Standards, die da sehr schick sind. Das ist nämlich einfach ein spezifizierter Mechanismus. Ich habe gerade vergessen, welches ist, aber einfach nachschauen. Damit kann ich Jabber direkt über HTTP sprechen. Auf der einen Seite steht direkt der Jabber Daemon, der Jabber Server. Der nimmt diese HTTP-Pakete an, setzt sie nach Jabber um. Und auf der anderen Seite kann ich direkt auf Port 80 einfach meine Jabber-Pakete einwerfen. Was eben zum Beispiel den Vorteil hat, dass ich über diese XML-HTTP-Requests ganz direkt nur mit JavaScript dann direkt Jabber sprechen kann. Da hat es eine total coole Library, das ist die JSJack, wird übrigens auch von einem Berliner, der vermutlich auch hier im Raum ist, entwickelt. Die Library, die kann so ziemlich alles, was man sich wünscht, um direkt mit JavaScript sehr schnell zu sprechen. Es gibt garantiert Applikationen, die euch einfallen, sowas wie Shoutbox oder ich will mit jemandem kommunizieren, der auf meiner Webseite ist, die Standard-Chat-Applikation. Kann man damit ganz einfach machen. Es gibt verschiedene Implementationen. Es hat diesen JW-Chat, das ist vom gleichen Entwickler, auch GPL, auch Open Source, ist auch auf jabber.org verlinkt. Da kann man sich das anschauen, wie schick das aussieht. Merber selbst nutzt es auch. Es hat verschiedene Group-Chat-Lösungen, wo man also ganz einfach ohne großen Aufwand dann anbieten kann, mit den Besuchern auf der Website so eine Art Konferenz-Gruppen-Chat anzubieten. Noch etwas genauer, einfach dieses JW-Chat ist eben GPL-lizenziert, kann auch HTTP-Polling. Das ist der Vorgängerstandard von HTTP-Binding, der ein paar Nachteile hat, deswegen nutzt man heute nicht so gern. Unten ist noch ein Screenshot, wie man sich es eben vorstellen kann, in dem Fall eben mit ein paar Pop-Ups. Auf der einen Seite Roastau, da ist Gruppenchat in der Mitte, auf der Seite hat es dann noch so ein One-to-One-Chat. Also es sieht eigentlich so aus wie ein normaler Jabber-Client, kann auch wirklich alles, was man so haben will. Das Ding ist fertig, ist offen, man kann auch damit rumspielen. Bei dem Text, gleich noch ein bisschen beim Web bleiben, dieses Mal ein bisschen bunter, ein bisschen mehr das, was ich vorhin Kleinkind-Buntkram genannt habe, Virtual Presence. Es ist einfach, jeder Benutzer kann sich registrieren, definiert einen Avatar, den gibt es in dem Fall sogar in 3D-Rendermodell mit Animation, alles was das Herz eines 13-jährigen Mädchens so glücklich macht. Die werden im Webbrowser dargestellt. Ich habe also bei Firefox eine extra Extension noch dazu, Internet Explorer kann es direkt nativ. Ich habe dann einfach unten die Avatare, die können miteinander kommunizieren. Und zwar, ich sehe alle die, die sich gerade auf der gleichen Domain bewegen wie dort, wo ich bin. Die Idee dahinter ist einfach, die Leute haben normalerweise die gleichen Interessen, wenn sie auf den gleichen sind. Wenn ich also auf einer Fetisch-Porno-Seite bin, sind vermutlich alle anderen auch an den gleichen Fetischen interessiert. Vielleicht kann ich mit denen ja Tipps austauschen. Das Gleiche gilt natürlich auch für eBay und seriöse Dinge. Bei Google allerdings ist es zum Beispiel relativ witzlos. Es ist unabhängig vom Website-Betreiber, es muss also nicht jede Domain extra implementieren, das macht der Client alles allein. Die momentane Implementation ist die von Zweitgeist, davor hieß es Luna, ist noch Windows-only, ich vermute, sie machen demnächst noch mehr, wie gesagt, Internet Explorer und die ganzen Firefox-Derivate. Der Chat selber findet im Prinzip anonymisiert statt. Es ist einfach ein MD5-Hash der Domain at Jabber Conference. Die kümmern sich also tatsächlich um Privacy, soweit wie ich es mir angeschaut habe, auch wenn man da jetzt erst vielleicht viel mehr Data Mining vermuten könnte. Trotzdem, who do you trust? Ich kann da natürlich nicht dafür garantieren, müsst ihr euch anschauen. Ist auf jeden Fall eine nette Idee. Ein bisschen klein geraten, hier unten der Screenshot, wie das dann aussieht. Ich habe hier die verschiedenen Avatare mit ihren Sprechblasen. Die können sich dann auch zuwinken und den ähnlichen Spielkram machen. Das sieht nett aus, aber muss man mögen. Weiter, Jingle. Jingle ist dann schon sehr viel schicker. Jingle ist einfach ein Google-Standard, den haben die für ihren Google Talk Client. Google hat nämlich auch einen Jabber-Client gebaut und auch einen Jabber-Server und die ganze Infrastruktur. Haben die entwickelt, ist ein Standard für Audio- und Video-Chat, Multimedia-Daten einfach über Jabber. Die haben das ganze Ding dann offengelegt, es gibt auch eine Library dafür. Wird implementiert, gerade in allen möglichen größeren Clients. Also die Namen, die gerade hier stehen, Gajim und Psi, die haben das in den aktuellen Beta-Releases, wo jeweils demnächst die neue Version rauskommen soll. Ich glaube, Gajim hat schon draußen, Psi weiß ich, das geht noch ungefähr 3 Wochen, kann man aber die Testversion jetzt schon downloaden. Google Talk selber natürlich auch. Damit ist, wie man es von anderen Messengern auch kennt, Audio und Video möglich. Man kann damit aber zum Beispiel auch eine ganz normale SIP-Installation dadurch ersetzen mit dem Signalisierung. Es gibt also sogar normale Telefone, wie man sie von Voice over IP kennt, die im Backend schon Jabber sprechen, die entweder Jingle oder einen anderen Standard Simple sprechen. Da braucht man also nicht mehr 2 Infrastrukturen für einmal SIP-Signalisierung und einmal Jabber, sondern ich habe den Kram komplett, was zum Beispiel ziemliche Vorteile hat. Wenn ich auf meinem Webbrowser, auf meinem Desktop-Client in Do Not Disturb bin, dann will ich wahrscheinlich auch nicht, dass mein Telefon klingelt. Das heißt, das Telefon kriegt meine Status-Updates mit, das Telefon ist also sofort mit ruhig und man hat eben eine Infrastruktur weniger, man braucht einmal weniger Accounts. Jo. Wenn ich mich recht entsinne, hast du einen ganz wichtigen Client. Ich wiederhole es gleich.
Asterisk, ja, Asterisk hat auch Jabber, aber da lehne ich mich jetzt ein bisschen weit aus dem Fenster. Ich habe es noch nicht angeschaut. Vielmehr als das Announcement habe ich noch nicht gesehen. Aber dass er es können soll, weiß ich. Wenn du mehr dazu erzählen kannst, dann dazu. Also ich habe es auch nur gesehen, dass da generell in dem Zusammenhang auch interessant, viele große Free-Webmail-Anbieter haben bereits oder tun gerade da Jabber-Funktionalität anbieten, manche noch nicht ganz so populär, also GMX hat es zum Beispiel, web.de, da heißt das Ding Messenger, die bieten auch eigene Clients an, wenn ich es richtig im Kopf habe, die sprechen aber Jabber, die sprechen es auch offen, also die können alle, ich kann von web.de Messenger mit Google Talk und umgekehrt kommunizieren und natürlich auch mit der ganzen Welt an freien Servern, die da draußen so rumsteht, auch eines der schicken Sachen, dass es eben dezentral ist, dass es eben offen ist. Das ist so eine Idee von mir, einfach so als Anregung, was man mal tun könnte, relativ unspektakulär. Server Monitoring. Ich nehme einfach einen Jabber-Roster, wo ich jeden Eintrag, jeden Benutzer für einen Server repräsentiert, wo ich sofort sehe, wenn der auf Do Not Disturb ist, hat er ein Lastproblem. Ich kann natürlich auch in der Statusnachricht das genauer darüber bringen. Ich kann Nagios-Meldungen einfach als Jabber-Nachricht machen. Ich kann also alle Sysadmins auf einmal erreichen. Über verschiedene Ressourcen, die man ja hat. Man kann ja mit mehreren Clients online sein, das sind die sogenannten Ressourcen. Kann ich dann auch selbstverständlich verschiedene Dienste auf den Servern monitoren. Ist eigentlich eine relativ alberne Idee, geht aber ein bisschen weg vom Standard Instant Messaging. Ich hoffe, auch das gefällt jemandem, vielleicht implementiert es jemand. Ich bin zu faul, aber ich fände es cool. Sputnik ist eine Industrieapplikation, ist nicht das, was ihr vermutlich alle am Hals hängen habt. Diese RFID-Situation gibt es schon länger. Das kommt aus den USA, ist einfach eine WLAN-Infrastruktur. So das klassische Szenario, irgendwo im Café, WLAN, 10 Euro die Stunde, was kostet ja meistens viel zu viel. Die haben überall Jabber-Funktionalität eingebaut, wird einerseits benutzt für Konfiguration, wird andererseits benutzt für Accounting. Die haben also einen zentralen Server, da ist auch ein Jabber-Server drauf, die kommunizieren alle über XML-Pakete und damit hat man einfach eine Infrastruktur erschlagen. Ich muss also nicht die gesamte Kommunikationslösung selber schreiben, sondern ich muss nur noch das Ding an Jabber ranklöppeln und die Library dahinter macht den Rest. Dadurch geht es also einfacher. Andere Ideen sind natürlich Supportlösungen, gerade für Firmen interessant. Es gibt eine offene Community, die behaupten, sie würden irgendwann Geld machen. Mir ist das Prinzip noch nicht ganz klar, weil sie meinen, Werbung machen sie nicht und viel mehr Optionen sehe ich nicht. Qno.com ist eine offene Community. Wenn ich irgendwo Support geben will zu einem Thema, melde ich mich dann als sogenannte Experte. Ich tagge mich dann als Experte für Linux, Jabber und den Kongress meinetwegen. Und wenn jemand zu dem Thema Informationen haben will, dann kann er mit mir in einer Jabber-Konferenz kommunizieren. Andere, etwas andere Variante ist FlySpray, das ist ein sehr guter Bug-Tracker, sehr einfacher Bug-Tracker, der komplette Jabber-Funktionalität hat, wie man es haben will. Ja, es macht Spaß auf jeden Fall. Ganz, ganz, ganz dunkle Seite der Macht, die US Army Future Combat System. Wenn man auf die Website geht, sind unglaublich große Panzer und andere Massenvernichtungswaffen abgebildet. Auch die benutzen Jabber, die suchen auch Leute, aber da will man nicht arbeiten, glaubt's mir, da will man wirklich nicht hin. Wird von Boeing gemacht. Ziel des Spiels ist ziemlich futuristisch. Die wollen über IPv6 dann gleich so richtig mit All Features On jeden Soldaten mit Funktionalität versorgen, jeden Sensor bis hin zu, was weiß ich, was es da gibt. Ich kann den Kram nicht leiden, aber vielleicht weiß ja da andere Hitzesensoren von whatever. Die ganze Chat- und Kommunikationsfunktionalität wird da direkt als Jabber gemacht. Man kann es also auch für große Installationen benutzen. Es wird auch wirklich in der Industrie genutzt. Es hat auch sehr viel freundlichere und hübschere Sachen, wenn ihr Jabber machen wollt. Also nicht gerade Armee, das ist echt scheiße. Trackmate, ein ganz wildes Projekt, wo ich persönlich nicht verstehe, warum sie Jabber genutzt haben, aber ich dachte, ich erwähne es auch mal als ein Es-macht-nicht-immer-Sinn-Beispiel. Die haben seltsame Embedded Hardware, die fährt in Autos spazieren oder in LKWs, die nimmt Positionsdaten, nimmt verschiedene andere Daten wie Fahrzeit, packt das Ganze in XML und das Ganze dann in Jabber und verschickt es über GPRS. Da ist allein schon aus Traffic-Kosten wahrscheinlich ein binärer Standard, den sie selber bauen, sehr viel einfacher, aber die haben wahrscheinlich sich einfach einen Consultant geklickt, der XML cool fand. Auf jeden Fall, die benutzen auch Jabber. Wird vor allem in der Speditionstechnik benutzt und auch in der Mietwagentechnik. Was dann so weit geht übrigens, das hat mir jemand von einer großen Mietwagenfirma kürzlich erzählt, die Firma benutzt allerdings nicht Jabber, aber sie haben das gleiche System. Die meisten Mietwagen dürfen nur in Mitteleuropa benutzt werden. Die dürfen zum Beispiel, so, wenn es Richtung Osten geht, irgendwo Polen oder Weißrussland oder so, ist dann die Grenze ab, da dürft ihr das Auto nicht mehr benutzen. Die Dinger, die können Alarm schlagen, die können sogar remote die Karren damit flachlegen. Einfach, es funktioniert nichts mehr. Damit sie einfach sicherstellen können, dass die dann nicht irgendwo verhökert werden, die Autos, sondern dass die Mietwagen auch wieder zurückkommen. Ich vermute, wenn man sich die Systeme anschaut, kann man echt viel Spaß haben, weil Remote-Auto ausschalten klingt sehr spektakulär. Aber nun ja, das ist nicht ganz Fokus von dem Vortrag, aber so als Pointer, es gibt tolle Spielsachen da draußen. Multi-User-Dungeon, auch im chaosnahen Bereich, hat aus dem Dresdner Chaos entstanden. Ein Beispiel Implementation, einfach die guten alten Multi-User-Dungeons, wie man es kennt, so
du stehst vor einer Wand, ist ein Zitat vom POC, die haben das Ganze dann mit Audio realisiert. Man steht also irgendwo, die Situation wird geschildert, was willst du jetzt tun? Ich will nach links laufen, nach rechts laufen oder Dinge tun. Das Ganze eben rein textbasiert, ist implementiert in dem Multi-User-Chat, also MUC-basierte Implementation. Dadurch geht die Sache relativ einfach. Man nimmt also einen normalen Chatraum, wie man ihn kennt, und propft da einfach so eine spielerische Anwendung darauf, was dann auch schon ein cooler Hack ist. Deswegen, man kann sehr viele Dinge damit tun, mit den Protokollen, wo man erst nicht dachte, dass sie dafür geeignet sind. Die Implementation, die ich meinte, ist in diesem XMPP for Ruby in der Library auch als Beispiel drin. Könnt ihr euch ja mal anschauen. Direkt weiter, auch ein Tipp vom gleichen Menschen, ist diese Jabim-Disk. Das war mir völlig vorher nicht bekannt, ist aber ziemlich witzig. Ich kann mich an dem Dienst registrieren. Ich bekomme dann zwei Accounts in meinem Jabberwocker. Das ist private at disk jabim Tschechei und Public. Das sind zwei sogenannte Jabber-Disks, was einfach mal Speicherplatz ist. Ich schicke von meinem Jabber-Client aus Dateien hin auf diesen Server. Jedes Jabber-Protokoll kann auch File-Transfer, der leider nicht immer funktioniert. Klassisches Open-Source-Problem, sie müssen halt doch verschiedene Sachen unterschiedlich implementieren, weil es ist cooler. Aber meistens funktioniert es, dass dieses File liegt da, die private Disk, die ist für mich, die kann auch, auf die kann nur ich zugreifen, wenn der Programmierer keinen Blödsinn gemacht hat. Die öffentliche, die ist auch über eine normale Public HTTP-URL erreichbar. Ich habe also einen Webspace, den ich über Jabber dann eben modifizieren kann. Ja, JabberFS, genau. JabberFS kommt ganz gut hin. Ist eine sehr witzige Idee, auch nicht unbedingt Standardprotokoll. Deswegen rumspielen, Spaß haben. Ich kann es nicht oft genug sagen, einfach ein bisschen anschauen. Das nächste, Jabberhole, Jabberproxy, steht eigentlich schon alles dran, was man wissen muss. Man kann damit den XML-Stream, der da durchgeht, auch umbauen. Man kann Dinge blockieren. Man kann, es ist von dem Entwickler so als Vorschlag angegeben, Personal Jabber Firewall implementieren, auch wenn wir regelmäßig predigen, warum Personal Firewalls eher dämlich sind. Aber es gibt auch sonst für sowas garantiert interessante Dinge, einfach die XML, der XML-Stream, der da durch ist, unterwegs zu modifizieren, ohne dass es direkt im Client passieren muss. Auch das ist in XMPP for Ruby als Beispiel, kann man sich auch anschauen. Filterung in Firmen. Firmen sind sowieso über Jabber sehr begeistert, weil man da nicht nur viel filtern kann. Eben ICQ und der Quatsch, das geht einfach über AOL in den USA mit seltsamen Copyright-Geschichten, die mal hingehen, mal hergehen. Manchmal behauptet AOL, alle Daten, die durchgehen, gehört auch automatisch AOL. Manchmal behaupten sie es nicht. Da gab es so verschiedene Slashdot-Diskussionen. Ganz generell, wenn man in der Firma ICQ, AOL oder MSN Messenger benutzt, das ist man einfach strunzdoof und hat man es echt nicht besser verdient, um das mal ganz deutlich zu sagen. Jabber ist da sehr viel schicker, es hat auch ganz viele andere Funktionen, wie Shared Roster. Wenn ich also einen neuen Kollegen bekomme, kann ich automatisiert allen gleich diesen neuen Kollegen in den Jabber Roster hinzufügen. Habe ich jetzt hier natürlich keine Folie dazu gemacht, aber das ist nur einfach als Einwurf. Gerade ein Sysadmin einer Firma, der kann da sehr viel Spaß damit haben. Schaut es euch einfach mal an. Blogging, eine weitere Idee, gibt es verschiedene Ansätze, verschiedene Prinzipien. Einfach Blog-Funktionalität in Jabber integrieren. Die ganzen Kinderfeatures von vorhin genannt, die kann man garantiert auch mit Blogging kombinieren, dass man eben die aktuelle Stimmung, das aktuelle Musikstück dann gleich im Blog-Eintrag drinstehen hat. Man kann aber auch eben ein Notify oder sogar Moderationsmöglichkeit bei Kommentaren anbieten, im Sinne von, ist es Spam, ja, nein, dann kann ich direkt in Realtime sagen, wirf weg, das ist schon wieder Viagra und ich habe da keinen Bock drauf. LiveJournal, relativ große Anbieter aus den USA, die haben gleich mal typisch nerdig einen komplett eigenen Daemon geschrieben, weil sie beschlossen haben, alle anderen sind doof, der heißt DJabber, der ist in Perl. Die haben eine komplette Jabber-Integration. Das ist der Benutzername, den ich bei LiveJournal habe, automatisch auch ein vollständiger Jabber-Account mit verschiedenen Zusatzfeatures, die man eben bei Blog-Applikationen so haben will. Aber da gibt es garantiert noch viel mehr Sachen. Vielleicht mag jemand ein WordPress-Plugin oder für andere Blog-Software ähnliche Dinge schreiben. Congress Notify war ein Projekt, das ich letztes Jahr gemacht habe, dass dieses einfach aus Zeitgründen nicht anders wurde. Ich habe nämlich gepfuscht, ich bin davon ausgegangen, alle Vorträge fangen zu vollen Stunde an. Dieses Jahr haben wir nicht mehr die volle Stunde und jetzt hätte ich überall 0,0 durch eine Variable ersetzen müssen und ich hatte keine Zeit. Anyway, letztes Jahr hatten wir den Congress Notify, das ist einfach der Fahrplan, so wie ihr ihn kennt. Man kann sich da aber jede Lecture, jeden Vortrag anklicken, sagen, ich will dahin, das interessiert mich, klickt dann auf Save und dann wird man automatisch über Jabber einfach daran erinnert, 15 Minuten vorher, so, jetzt ist gut mit Hackcenter, jetzt trink deine Mate aus und geh dahin, wo du hingehörst. Man kann es natürlich gerade mit PubSub kombinieren, beliebig erweitern. Das kann man zum Beispiel so machen, wenn ich mich für einen Vortrag interessiere, die haben ja alle eine eigene ID, dann subscribe ich mich auch an den Note des jeweiligen Vortrags und zum Beispiel kommt dann morgen die Slides von mir über diesen PubSub-Note und in 5 bis 6 Monaten die Videos über diesen PubSub-Note. Das ist ja durchaus praktisch. Dieses Jahr, wie gesagt, ich habe es verpeilt, aber vielleicht mag ja jemand von euch das fürs nächste Jahr in sauber schreiben, weil den Source von mir rücke ich nicht raus, der ist unglaublich hässlich.
Dementsprechend gibt es auch noch Kleinkram, die üblichen Spielereien, die wahrscheinlich jedem einfallen, wie eben zum Beispiel in die Procmail erzählt, eine Zeile, die mir einfach eine Nachricht schreibt, sobald ich eine Mail kriege, die Shoutbox auf einer Website, die ich vorhin schon gemeint habe, wo jemand mit dem Website-Betreiber chatten kann, eben mal schnell einfach durch den Mausklick und, und. Wie gesagt, es ist ein bisschen kurz geworden, mein Vortrag, ich bin fast schon am Ende, aber Ende im Sinne von, ich möchte nachher eure Ideen und Fragen hören. Deswegen spielt rum, Jabber kann alles, was XML kann, ist jetzt ein bisschen flapsig ausgedrückt, stimmt nicht ganz, aber man kann alles, was man in XML packen kann, auch in eine Form in Jabber packen und diese Informationen dann auch durch Jabber transportieren, damit seltsame Dinge tun. Habt Spaß, spielt rum. Ich meine, der ganze Kongress ist ein Stück weit auch überhacken und da geht es wirklich darum, kreativ sein, kreativ Umgang mit Technik. Und jetzt hätte ich ganz gern erstens die Ideen, wenn vielleicht schon ein paar kamen, und zweitens Fragen. Da ist gleich die erste. Ich wiederhole die Fragen, ich glaube, okay. Das ist stressloser, so voll wie jetzt. Im Sinne von? Es ist immer noch sehr anstrengend, über Proxys und also die Dateitransfer-Proxys Proxy doch tatsächlich in Datenströmen. Ja, es ging. Ja, es ging ja gerade darum, dem File-Transfer von Jabber Standby zu bringen, dass man eben nicht immer eine Proxy-Lösung. Es gibt für Dateitransfers einen Proxy, damit ich NAT und den ähnlichen Quatsch umgehen kann, dass man eben noch Stun implementiert. Es ist Open Source und du kannst es einfach, kannst eine Erweiterung schreiben und die freuen sich alle darüber und dann können die das garantiert auch abnicken, wenn es cool ist und wenn es nicht cool ist, wirst du erfahren, wo das Problem ist. Ich bin jetzt nicht so genau versiert mit diesem Protokoll, aber die Idee klingt sinnvoll. Meld dich einfach, wie gesagt, es ist offen, macht alle mit. Warst du schon? Ja, gut. Kannst du noch was zu Jingle sagen? Also was Jingle jetzt genau macht? Jingle ist einfach, jetzt komme ich auf dünnes Eis. Jingle ist erstmal, wie man es von Zip kennt, einfach eine Initialisierung dieses Audio-Datenstroms. Also Jingle war nur nochmal als Reminder die Sache mit Audio- und Video-Chat, die ich vorhin erwähnt habe. Zunächst ist Jingle einfach mal, wie signalisiere ich das? Wo kommen die Daten an? Wie sage ich jemandem, da will jemand Videochat machen? Es ist anschließend auch, wenn ich es richtig im Kopf habe, spezifiziert, wie dann zwischen den beiden Clients es geht. Es ist aber dann direkt Peer-to-Peer, es geht nicht über den Server, weil jeder offene Server-Admin würde dir den Hals umdrehen, wenn du da ein Video drüber machst. Vom Privacy und so mal ganz abgesehen. So, weiter. Falls jemand interessiert ist, es gibt auch viele schöne Clients in J2ME. Ja, es gibt J2ME-Clients. Der coolste ist Bombus oder Bambus, unklar, genau. Der ist auf einer russischen Seite mit russischen Texten und am Anfang sieht es aus, als ob keiner was versteht. Wenn ihr einfach mal guckt, wo die Links hinzeigen, ist es klar, welcher von denen der Download-Link ist. Und der Client selber, der ist unglaublich cool und er ist Englisch. Also ihr müsst nicht Russisch können, um das Ding zu benutzen und ist mit weitem Abstand der beste Open-Source-J2ME-Client, den ich jemals gesehen habe. Aber ich habe noch keine neue Idee gehört. Es sind so viele Leute hier, weil die doch irgendwelche neuen Ideen haben. Keiner? Single Sign-On über LiveJournal, also dass du einfach, ja genau, Single Sign-On ist ein gutes Stichwort. Es gibt auch einen Standard für HTTP-Authentifizierung über Jabber, wo also das, was man bislang als Username-Passwort-Login im Browser kennt, über den Jabber-Client abgefeiert wird, wo ich also einfach diesem Webbrowser meine Jabber-ID gebe und mein Client teilt ihm dann mit, ich habe das Passwort gespeichert und wir kennen uns schon, alles ist gut, wo man eben Single Sign-On direkt als Jabber-Standard dezentral im Client dann abfeiern kann, was mit Sicherheit auch sehr schick ist. Es gibt sogar schon bereits das Apache-Modul dafür, es gibt dafür auch verschiedene andere Module, aber wirklich in Benutzung gesehen habe ich es noch nirgendwo, was ein bisschen schade ist. Also bezüglich, gerade wenn wir jetzt schon vom Rumspielen reden, wie ist das eigentlich mit Authentifizierung und Verschlüsselung? Authentifizierung und Verschlüsselung ist bei Jabber relativ wichtig. Es hat da verschiedene Sachen. Ich meine, die klassischen Spielereien wie TLS und SSL, die sollten selbstverständlich sein. Es gibt zusätzlich auch noch Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Die beiden populärsten ist OTL, Off the Record. Das unterstützt SCIM und ADIUM, wenn ich es richtig im Kopf habe. Es gibt auch Standard für die normale GPG-Geschichte. Und Jabber hat natürlich gleich mal beschlossen, sie sind noch cooler. Die haben einen eigenen Standard geschrieben, der im Prinzip OTL implementiert und das noch durch verschiedene Jabber-Features aufbaut, der hoffentlich irgendwann implementiert, weil OTL ist echt cooler als GPG, einfach weil es Vorteile hat, wie zum Beispiel, ich habe bei GPG einfach, die Dinger sind dauerhaft signiert. Ich kann also auch noch in 100 Jahren sagen, das hat ganz klar der FH gesagt und der hat mich damals beleidigt und es hat dann einfach gewisse Dinge. OTR hat diese Deniability nachher, weil ein Teil dieses Keys wird dynamisch ausgehandelt und der dynamische Teil wird an die nächste Nachricht, also wenn neu ausgehandelt wurde, mit angehängt. Anschließend kann ich also beliebige Nachrichten faken und dadurch kann ich überhaupt, nö, habe ich nie gesagt, was man gerade so in Peer-to-Peer und ähnlichen Szenarien durchaus manchmal haben möchte. Und
OTR ist dazu auch von einem echten Nerd wohl geschrieben worden, weil die Signalisierung, dass der andere Client OTR stattfinden kann, findet durch Whitespaces am Ende einer Nachricht statt. Und zwar die 0 ist Space, die 1 ist Tab und dann die Buchstaben OTR in Bitnotation ans Ende einer Nachricht. Wenn das der andere Client bekommt, dann fangen die dynamisch an, OTR zu machen. Und wenn nicht, dann sieht der normale Client das nicht, weil es sind ja alles Whitespaces. Das gut. Noch Fragen? Hat sich schon wer darüber Gedanken gemacht, was wir mit dem Sputnik hier und Java anstellen haben? Hier ging es gerade um Ideen, wie man Sputnik, also dieses Mal tatsächlich in RFID-Tag und Jabber zusammenbringen kann. Ja, ey, kann signalisieren, wenn man nicht vor seinem Rechner sitzt, ne? Das ist ein cooler Plan. Also einfach signalisieren, wenn man nicht am Rechner sitzt und dadurch dann automatisch beigehen. Man kann ja auch gleich den Rechner locken. Ja, ist cool. Klar. Aber denkt an eine Fallback-Lösung, weil wenn das Ding kaputt geht, kommt das sonst nicht an den Rechner, was ein bisschen schade wäre. So, sonst noch irgendwelche Fragen, Anregungen? War das einmal strecken oder war das? Okay. Was ist der, oder welchen Client kennst du, der die meisten Features bisher implementiert? Feature-Reichtum bei Clients. Es ist nicht unbedingt die einzige Sache, weil das Open-Source-Problem ist, die implementieren alle tonnenweise Features, nur keiner will es benutzen und Standard-User haben keine Ahnung. Es ist Geschmackssache. Also gerade bei den Clients, die meisten sehen einfach auf Deutsch gesagt scheiße aus und haben viel zu viele Häkchen, die man machen kann. Schöne Clients aus verschiedenen Gesichtspunkten ist erstmal Psi, die sind sehr standardkonform, haben aber nicht ganz so viele Standards. Die sie aber machen, machen sie gut. Sehr featurereich ist zum Beispiel Gajim, dieser Python, der dreht bei mir allerdings manchmal durch und frisst dann alle CPU weg, die es gibt. Ist ein bisschen dämlich. Der Gajim ist auf jeden Fall sehr, sehr aktiv entwickelt und auch ansonsten. Es ist im Prinzip die Frage, was du für ein System hast und was du am liebsten für Sprachen haben willst. Windows zum Beispiel sieht ganz anders aus wie Linux und so weiter und so fort. Bei OS X, der bunteste, der halbtransparenteste, der aber unglaublich schlecht ist, ist Adium. Aber wenn ihr mir einen Gefallen tun wollt, nutzt dieses Ding nicht. Es ist einfach schlecht. Genau, und Game ist genauso schlecht. Deswegen, also es geht so weit, die sogenannte Service Discovery, die einfach jeder, das ist so eine Art Telefonbuch eines Jabber-Servers, das einfach dazu dient, dass du nachschauen kannst, was biete ich für Features? Biete ich zum Beispiel Gateways in proprietäre Netzwerke? Biete ich so eine Disk, wie wir vorher gesagt haben? Biete ich Multi-User-Chat? Wo man eigentlich, das will man haben, um Jabber überhaupt benutzen zu können, da ist Geim und damit auch Adium einfach zu doof dazu, die könnte ich mal sowas anbieten und auch ansonsten sieht es sehr spärlich aus. Und auf der anderen Seite haben sie einfach sehr viele Probleme von proprietären Clients mit in die Jabber-Welt genommen. Adium zum Beispiel kommt auf die tolle Idee, einfach mal zu warnen, wenn die gegenüberliegende Partei offline ist. Es könnte ja sein, dass wir gerade ein Protokoll nutzen, das keine Offline-Nachrichten kann und dann geht das Ding unter. Jabber kann natürlich Offline-Nachrichten und diese Dialoge nervt mich jedes Mal. Ich nehme das Mikro, ich hab's. Ja, das ist gut. Man hört von Implementationen von TK-Anlagen, dass ich automatisch eine Nachricht bekomme, wenn irgendjemand anruft und ich sehe gleich die Nummer beim PC. Was Hübsches, man kann sich vorstellen, auch die TK-Anlage, die sowieso schon die Haustürsprechanlage verbindet, auch eine Notifier rauszuschicken, wenn jemand an der Tür klingelt und direkt mit einem J die Tür aufzumachen, dann muss ich die Finger nicht mehr von der Tastatur nehmen. Ja, Heimintegration macht Spaß, ist eine coole Idee. Also wenn jemand von euch spielen will, ich will es sehen. Sonst noch Fragen, Antworten, Anregungen? Alle überfahren. Ich hoffe, es war nicht allzu kurz. Wie gesagt, die Nacht war genauso kurz wie dieser Vortrag. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ihr habt ein paar neue Ideen. Wenn ihr noch Fragen nachher habt, kommt auf mich zu. Ich bin garantiert irgendwo unterwegs. Ansonsten noch einen schönen Kongress. Also ich hätte... Entschuldigung. Da ist noch kurz eine Frage bezüglich Telephone Bridges. Also mit Asterisk kann man ja so über SIP im Moment Telephone Bridges realisieren, wo man sich unterhalten kann. Das ist ja sowas Ähnliches wie Multi-User-Chat und könnte man das vielleicht auch auf Jabber-Servern implementieren? Also, dass du das einfach auf Jingle aufsetzt, dass du dann einfach eine Version der Telefonkonferenz über Jabber machst? Mhm. Ich weiß nicht, ob der Standard das hergibt, es würde mich aber wundern, wenn nicht. Müsste ich jetzt aber auch reinschauen. Also kann ich nicht sicher Ja sagen, aber ich gehe schwer davon aus, dass sowas machbar ist. Cool, dann nochmal, schönen Kongress, viel Spaß euch. Applaus